Jan, bist du ready? Sicher. Ich auch, danke der Nachfrage. Ingo, du auch? Danke, danke, danke. Eins, zwei, drei, vier. Ratta, ratta. Sie fährt allein und sie scheint hübsch zu sein. Ich weiß nicht ihren Namen und ich kenne nicht ihr Ziel. Ich merke nur, sie fährt mit viel Gefühl. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Ich möchte gern wissen, was sie gerade denkt. Hört sie denselben Sender oder ist ihr Radio aus? Fährt sie zum Rendezvous oder nach Haus? Ratta, 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 ratta. Ratta, 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 ratta. Ratta, 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 ratta. Ratta, 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 ratta. Was will der blöde Kerl da hinter mir nur? Ich frag mich, warum überholt er nicht? Er hängt nun schon eine halbe Stunde ständig hinter mir. Nun dämmert schon und der fährt ohne Licht. Der könnte schon 100 Kilometer weg sein. Mensch, fahren meine Ente doch vorbei. Will der mich kontrollieren oder will er mich entführen? Oder ist das denn zivil? Die Polizei, ratta, ratta. Endlich einmal Zeit hab. Ich muss nicht rasen wie ein wilder Stier. Ich träum so in Gedanken, ganz allein und ohne Schranken. Und wünsch das schöne Mädchen wär bei mir. Nun wird mir diese Sache langsam mulmig. Ich fahr die allernächste Abfahrt raus. Doch werd ich mich verstecken hinter irgendwelchen Hecken. Verdammt, dadurch komm ich zu spät nach Haus. Bye bye, mein schönes Mädchen, gute Reise. Sie hat den Blinker an, hier fährt sie ab. Für mich würde in zwei Stunden auch die Fahrt zu Ende gehen. Doch dich, mein Mädchen, werde ich nie mehr sehen. Und alle ratta, 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 ratta. Dankeschön! Dankeschön!